Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel des Jahres. Also das kann ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Einige munkeln auch dem Rollenspiel des Jahrzehnts. Ein Dekadenspiel, ein Meilenstein, ähnlich wie es Diablo 2 war oder ein Doom. Also ich will jetzt nicht zu weit auftischen, weil ich habe es selber noch nicht so weit gespielt. Und ich wünsche mir, ich hätte schon viel weiter gespielt. Mein Ziel war es eigentlich, bevor ich es euch präsentiere, da richtig reingesuchtet zu haben. Allerdings, seitdem ich euch War Tales vorgestellt habe, hatte ich leider keine einzige... Na, 2 Stunden hatte ich in den letzten 1,5 Wochen zum Zocken. Und diese 2 Stunden gingen am Wochenende, nachdem die Leute vom Magic-Zocken weg waren, für Baldur's Gate drauf. Ich habe jetzt Baldur's Gate reingezockt mit einer Zauberin. Und das will ich euch einmal zeigen. Aber vielleicht erstmal, was ist Baldur's Gate überhaupt? Also, es ist ein Rollenspiel durch und durch. Das bedeutet, es hat wirklich heftigen Fokus darauf, wie ihr euren Charakter spielt, entwickelt und erlebt eine Welt, in der theoretisch fast alles möglich ist. Also, es ist wirklich heftig. Kennt ihr vielleicht Dungeons and Dragons oder Pen and Paper generell? Das ist quasi das hier als Videospiel. Das heißt, wir haben verschiedene Attribute, wir haben Aktionen, die wir tun können. Und ob diese gut laufen oder kläglich scheitern, wird entschieden durch Würfelwurf, Würfelglück. Und dieses Würfelglück können wir ein bisschen begünstigen, je nachdem, wie gut wir in gewissen Bereichen sind. Weil dann wird quasi ein Würfelergebnis, was geworfen wurde, erhöht um +4. Ja, beispielsweise, ey, ich gehe jetzt hier in eine Höhle und ich will irgendwie checken, ob da Fallen sind oder so. Und dann gibt es einen Wurf auf Wahrnehmung. Und wenn man krass in Wahrnehmung ist, dann gibt es da nochmal 4 oben drauf. So in etwa. Grob. Versteh das. Ich bin jetzt hier abgestürzt mit so einem Zeppelin, so einem Alien-Zeppelin, ne? Mindslayer und so. Kennt er vielleicht. Und habe hier so eine Trümmertruppe zusammengestellt. Die haben sich auch alle echt lieb. Und jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier zurechtkommen. Geheimtipp, ich bin hier gerade hier. Wenn ihr abstürzt, startet ihr da. Ich war hier hin, habe schon mal alles gecheckt und jetzt bin ich gerade hier. Geheimtipp, Leute. Wenn ihr das Tutorial überstanden habt und ihr abstürzt, also 1,5 Stunden oder so nach vor Charaktererstellung, hier, da ist so eine Höhle und da ist ein fetter Stein. Und wenn ihr den bewegt, ist da eine Ziertruhe drunter. Das ist der fette Stein und ich habe ihn bewegt. Also, in Baldur's Gate 3, Freunde, gibt es so krass viel zu entdecken. Und es gibt so viele Geheimnisse. Hintergeheimnissen. Also wenn ihr wirklich Bock habt, eine Welt zu entdecken und ihr immer die seid, die irgendwie im Lootfieber sind und jede Ecke abgrast, dann seid ihr bei Baldur's Gate absolut richtig. Also, hier ist irgendwie jetzt ein Mindslaver, Digga. Man kann es irgendwie, also ich muss sagen, die Kamerasteuerung, daran muss ich mich noch gewöhnen. An sich, ihr merkt, man kann irgendwie ranzoomen, man kann die Kamera raus und man kann sie rotieren. Auf Position 1 kann man sie wieder zentrieren. Also so ist die eigentlich standardmäßig. Aber dann ist auch andauernd was im Weg. Deswegen mache ich so ein bisschen eher in die Richtung, wohin ich laufe und halte sie flexibel. Und das ist das Wildeste. Ihr könnt wie so eine Drohne umherfliegen und gucken, was vor euch liegt. Aber nur begrenzt. Zum Beispiel hier komme ich jetzt nicht weiter. Also es gibt so einen Radius um eure Figur. Hier sehe ich zum Beispiel, hier ist ein Gedankenschinder. Ach, vor dem stehe ich. Moin. Der ist hier ganz schön am Boden. Dem gehörte das Schiff, was hier abgestürzt ist. Wir quatschen ihn mal an. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Also,
Vielleicht kurz der Plot bis hierhin. Wir sind irgendwie gefangen gewesen in so einem Alien-Zeppelin, stellt's euch vor. Und der hier hat das hier steuert und ist der Chef von diesem Alien-Zeppelin. Und der hat uns so einen Parasitenwurm aufs Auge getan, der dann unters Augenlid in unseren Kopf gekrabbelt ist. Ja, ich weiß. Und wir sind wohl, also nach einer gewissen Zeit verwandelt man sich dann in das. Und das wollen wir gerade verhindern. Und es ist ganz gut, dass wir den jetzt hier am Boden liegen sehen, weil vielleicht können wir den mal fragen, Digga, was hat's damit auf sich? Aber ich habe jetzt Mitleid, dem Gefühl nachgehen. Das ist falsch, zurücktreten. Ne, wir geben mal dem... Ich habe das Gefühl, er manipuliert uns gerade, oder? Es wirkt so. Aber wir geben dem Gefühl mal nach. The poor creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. Nein. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Ah, der... Okay, wir können es hier zum Beispiel auf Intelligenz würfeln. Intelligenz auf seine Gedanken konzentrieren. Das würde uns nicht vorgeschlagen werden, glaube ich, wären wir nicht ausreichend in Intelligenz geskillt. Also wären wir zum Beispiel ein Ork-Krieger, der stupid as hell ist, kann das alles am Anfang einstellen. Alter, die Charaktererstellung. Huh! Dann gäbe es, glaube ich, diese Option nicht. So, und ihr seht, wir würfeln jetzt einen W20, also einen 20-seitigen Würfel. Und bekommen da auf das Ergebnis plus 2, weil das jetzt ein Intelligenzwurf ist. Das machen wir, auf seine Gedanken konzentrieren. Alter, Natural 20. Also Natural nicht, aber das ist heftig. Bestes Ergebnis, erster Wurf. Vielleicht soll ich ein Let's Play machen. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Huch. Ich sehe nichts. Naja. Also, es braucht Nahrung, um zu überleben, und dein Körper kann es versorgen. Dich dem Gefühl hingeben, vorbeugen wie zu einem Kuss. Weisheit, mit aller Kraft gegen sein Eindringen ankämpfen. Wilde Magie, Charisma. Deinen Willen stehlen und deiner ungezähmten Magie gestatten, den Verstand der Kreatur aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das klingt geil. Also ich glaube, was hier gerade stattfindet, ist so ein Mindbattle, ne? Ich mach das mal. Wilde Magie ist quasi eine spezifische Skillung, weil es gibt auch 1000 Unterstufen, von Sorcerer. Da gibt es dann manchmal die Situation, dass man einfach irgendetwas wirkt. Abfahrt, Digga. Wir haben jetzt sogar einen Vorteil, weil wir Zauberer sind. Das bedeutet, wir würfeln 2 Würfel und das bessere Ergebnis wird genommen. Und wir gehen auf Charisma. Abfahrt. Streamer-Luck, wa? Hey, ich hab jetzt... Wir sind jetzt 8 Minuten in-game und ich habe 3 Würfel geworfen und alle waren 20. Und das waren jetzt sogar 2 Natural 20s, Alter. Also ohne irgendwas draufgerechnet. Was passiert hier gerade? Diese Wahrscheinlichkeit, dreimal hintereinander 20 zu haben. Habt ihr Mathe? Defeated. Its eyes wet. Hier, oben links steht's. Kritischer Erfolg. Holy shit. Also ich könnte ihn jetzt killen, soll ich? Aber ich weiß nicht. Eigentlich dachte ich, vielleicht fragen wir ihn aus oder so. Diese Augen für immer schließen. Ja, bring es um. Gut, dann... Na gut. 35 EP. Monster. Death is too good for it. Na gut, was hat er dabei? Stachelige Knolle. Die Dornen in dieser Knolle explodieren beim Auftreffen. Können wir werfen. Hammer. Juti. Also, mein Plan war es eigentlich. Ich zeige euch dieses Game, wenn ich richtig Plan habe. So richtig.
wenn ich auch schon Akt 12 bin und mein Charakter alles zerlegt. Jetzt ist aber die Realität, dass ich keine Zeit zum Zocken gerade habe. Aus unterschiedlichsten Gründen und Verpflichtungen, die ich habe. Und nur ein bisschen bislang zocken konnte, so dass ich immerhin das Tutorial überstanden habe. Um euch einfach mal das Game zu zeigen. Und ich dachte mir darüber hinaus, ey, ich kann ja nochmal aufnehmen und euch meinen Progress zeigen. Hier sind Goblins gestorben. Warum? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Hier war ich auch noch nicht. Ah, hier war er. Man kann Alt drücken, dann sieht man so ein bisschen Loot umherliegend. Ich muss sagen, dass man hier so frei seine Kamera bewegen kann, finde ich so weird. Das ist so gewöhnungsbedürftig für mich. Also erstmal, hier ist ein Portal. Was ist das? Ich glaube, ich sollte es nicht bewegen, oder? Sollte ich vielleicht mich erstmal weiter umgucken? Ach, scheiß drauf. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Siegel berühren? Lieber nicht, oder? Nachher werde ich da reingesogen. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Übrigens, ne, ich mache es jetzt so Step by Step bei mit euch while playing. Wir haben hier unten tatsächlich mehrere Aktionen, die wir durchführen können. Also wie gesagt, in diesem Spiel gibt es eigentlich für eure Kreativität kaum Grenzen. Ich kann nämlich zum Beispiel springen oder verstecken, etwas werfen, spurten, Rückzug, Hilfe, improvisierte Nahkampfwaffe stoßen, eintauchen. Das sind alles so Basic-Sachen. Dann haben wir unsere Waffe, mit der können wir angreifen. Wir haben hier noch einen speziellen Zauber. Und dann haben wir generell durch meine Klasse hier unterschiedlichste Zauber, die ich wirken kann. Und man unterscheidet quasi, generell wenn es einen Kampf gibt, ist es ein rundenbasierter Kampf, da unterscheidet man zwischen Aktion, Bonusaktion und ich habe jetzt dann noch Zaubereipunkte. Und auf meinen Zaubereiplätzen habe ich unterschiedliche Sachen. So. Wie zeige ich Ihnen jetzt wieder alles an? So. Und hier habe ich dann noch Items, die ich in meinem Inventar habe und nutzen kann. Und natürlich gibt es den ganzen Kladderadatsch wie üblich mit Equipment und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin ganz am Anfang. Wir haben die Möglichkeit zu skillen. Wir haben Merkmale durch unsere Charaktererstellung. Also die Charaktererstellung, schüch, das hoppala, ist wirklich weltbewegend. Also wirklich. Aktuell. Das Ding hat hier 100.000 Bewertungen auf Steam. Davon 50.000 kürzlich. Weil das war jetzt schon eine Weile im Early Access draußen, wo man aber, glaube ich, nur das Intro spielen konnte. Das habe ich auch mal gemacht vor 2 Jahren. Also ist ewig schon spielbar. Und jetzt gibt es nochmal 50.000 kürzliche Bewertungen auf Steam allein. Kann aber auch sein, dass es nur auf Steam gibt. Und es ist äußerst positiv und das ist heftig. So, was ist hier los? Generell, ne, wir haben hier verschiedene Orte. Wir haben hier oben jetzt anscheinend irgendeine Ruine. Hier unten haben wir einen unterirdischen Eingang. Was kommt da? Hier ist irgendwer rechts lang gegangen, oder? Ach, da oben. Komm, wir gehen mal auf die zu, oder? Ich könnte jetzt natürlich mich heimlich anschleichen und die irgendwie töten und direkt angreifen, aber wir schauen erstmal, was los ist. You both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Meinen die das Schiff, was abgestürzt ist? Das Schiff ist voller Monster. Ich würde mich nicht in die Nähe wagen. Ich glaube, das Schiff ist eine Invasionswaffe. Lauf weg, solange ihr könnt. Euch gehört nur euer Leben. Verschwindet, bevor ich das auch noch nehme. Das wäre Wurf auf Charisma. Das machen wir mal.
Ich verstehe übrigens nicht. Jemand, der, also ich habe bestimmt, ich meine, Baldur's Gate ist jetzt seit Freitag oder Donnerstag draußen, letzte Woche. Und ich habe in den Kommentaren, ganz ehrlich, ihr seid meine Community, ich stehe voll auf sowas, das spiegelt sich. Ich habe bestimmt so viel Baldur's Gate-SchwitzerInnen in den Kommentaren. Bitte erklärt mir, warum ich als Sorcerer, als Main-Attribut Charisma habe, anstelle von Intelligenz. Das checke ich nicht. Habe ich bei der Charaktererstellung irgendwas falsch gemacht? Abfahrt. Oh, das ist gut. Plus 3 ist 19. Und ich muss 10 hitten übrigens. Ja, Abfahrt. Well, in that case, come on you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it! Okay, jetzt verpissen die sich. Mann, da weiß man immer nicht. Cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Krass, die hauen jetzt richtig rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Weil ich frage mich da immer, also Baldur's Gate ist wirklich so ein Game, wo alles anders laufen kann. Und nicht diese Art von Spiel, wo man suggeriert bekommt, man hat jetzt drei unterschiedliche Wege, aber am Ende führen die alle, also man hat da drei Möglichkeiten in einem Gespräch, aber alle triggern dasselbe Ergebnis. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so oft, das fuckt mich so ab. Oh, ich glaube, das müssen wir runterbrechen, wa? Und jetzt, bei so einer Situation zum Beispiel, fragt man sich bei Baldur's Gate, scheiße, war das jetzt gut? Weil vielleicht hätte man die fighten können, hätte dann deren Loot bekommen, deren Equipment. So tick ich ja. Aber vielleicht treffen wir die auch nochmal wieder. Oder vielleicht war es das noch nicht mit denen, ne? Was hier unten? Guck mal, da geht's doch auch rein. Wollen wir hier runterklettern? Also wir haben echt verschiedene Möglichkeiten. Wir können wahrscheinlich hier das irgendwie zum Einsturz bringen und da reinsteigen. Dann ganz hier unten könnte man rein. Da war ich vorhin auch schon. Oder wir können wahrscheinlich da rein. Aber das ist wahrscheinlich zu. Hier ist ein Schlafsack. Und ein Jutesack. Da gehen wir erstmal hin. Also. Wir gehen erstmal zu deren Lager, was sie hinterlassen haben. Oh, shit. Rettungswurf fehlgeschlagen. Hier sind Ranken, die mich angreifen. Was denn jetzt? Rettungswurf gelungen, verstrickt. What? Okay. Fackel, Seil, Schultern, Feuerwasser, Dolch, Diebeswerkzeug. Also vor 2 Jahren war ich schon mal so weit. Aber ich habe fast alles vergessen. Schöne Zucchini und eine Karotte. Ehre. So, man könnte jetzt zum Beispiel, glaube ich, diese Ranken abfackeln, indem ich zum Beispiel einen Feuerspell wirke und den hier reinjage. Das könnte ich tun. Aber ich verbrauche dann einen Zauberplatz. Weil man in Baldur's Gate ist es quasi so, bestimmte Aktionen kann man nur so und so oft pro Rast machen. Also man rastet hier. Ähnlich wie bei Wartales. Habt ihr neulich erst gesehen bei mir, falls ihr das Video gesehen habt. Hier ist alles verschüttet. Rastet man mit seinem Trupp. So, hier zum Beispiel könnte man das Seil bestimmt durchtrennen. Aber wir gehen erstmal, glaube ich, hier rüber zur Holzkiste. Und hier oben geht es dann auch weiter. Alter. Nicht durch die Ranken. Ah, hier ist auch noch eine Holzkiste. Da ist nichts drin. Schade. So. Zitrone und Fisch. Wo geht's hier lang? Da ist irgendein Holzkäfig, Digga. Okay, ich würde sagen, wir gehen da jetzt erstmal rein, oder? Alter, was geht hier? Da ist jemand gefangen. Da ist jemand gefangen. Wollen wir da hin? Vielleicht kriegen wir da noch einen Mate. Weil man findet diese Leute übrigens. Think it's dangerous. Of course it's dangerous. One of them carved up Zoru's whole squad. So let's leave it. And let the goblins have it? No. We take it to the grove. Warte mal, Leute. Ich misch mal mit. Also ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Das ist die aus dem Zeppelin. Okay, die befreie ich. Pass auf. Ich könnte mich hinten anschleichen. Ich schleiche mich hinten an und stöße sie runter. Komm, wir machen jetzt mal einen Fight. Ist mir scheißegal, ob man vielleicht die im Dialog jetzt
Komm, wir machen jetzt mal das komplette Gegenteil wie eben, okay? Das komplette Gegenteil. Warte mal. Just leave it. And when the goblins ally with it, we'll be on the road to Baldur's Gate. Wer im Schatten schleicht, den entdeckt man nicht so leicht. Dein Mauszeiger gibt dir Auskunft über die Helligkeit einer bestimmten Position. Okay. Ich würde mich also gerne anschleichen. Achso, ja. Hauptsache, die beiden bleiben da. Bleib bitte da. Hey, die folgen mir alle. Wie mache ich Position halten? Bitte folgt mir nicht. Gruppenmodus wechseln. Jetzt, oder? Ja. Okay, jetzt habe ich... Jetzt... Ich weiß nicht, was diese roten Bereiche sind. Sind das die Bereiche, in denen die mich bemerken? Verstecken erfolgreich. Okay, so und jetzt... Wirklich ein Zauber... Der den komplett runterballert und ich hoffe, er bricht sich alle Knochen. Das hat nicht geklappt. Das habt ihr jetzt schon dreimal gesagt. Hä? Skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move. Die hat auch so einen Parasiten und deswegen ist man so ein bisschen verbunden. Die war auch gefangen. So, überzeugen. Schießt sie runter, wir müssen sie töten, bevor sie Leid anrichten kann. Die Tieflinge angreifen. Gut, ich überzeug die jetzt erstmal. Abfahrt. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Das ist... Hä? She's right. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. So, wenn sie unten ist, können wir die zusammen angreifen. Lower the trap. Ready your blade. So, warte mal. Jetzt fighten wir, right? Hä? Ich check's nicht. Warum kämpfen wir jetzt gegen die? Ich glaube, mein Angriff eben hat jetzt einen Kampf getriggert, aber das Spiel sagt, yo. Also ich glaube, es ist so. Das ist so ein Event hier. Und egal, also in dem Moment, wo die mich... In dem Moment, wo die beiden Leute hier checken, dass ich da bin, wird, glaube ich, diese Cutscene getriggert. Also ich hätte auch da hingehen können und diese Cutscene wäre getriggert. Ich hätte einen Pfeil schießen können und diese Cutscene wäre getriggert. Das ist irgendwie... weiß ich nicht. Naja, und jetzt habe ich eigentlich in der Cutscene gesagt, die sollen die runterlassen. Und alles war erfolgreich. Aber ich glaube, dadurch, dass ich eben diesen Angriff gestartet habe, der aber von der Cutscene interrupted wurde, gibt es jetzt einen Kampf. Es ist ganz wild. No choice but to keep going. Okay, es startet Astarion. Ich habe keinen Plan, was abgeht, aber wir schauen mal. So, du bewegst dich dahin. Und kannst du dann noch schießen? Das ist eine Sache, die checke ich noch nicht. Das ärgert mich. Ich sehe nicht, wo der Charakter Aktionspunkte hat. Oder was jetzt zum Beispiel... Achso, warte mal. Fernkampfangriff ist eine Aktion. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich hier hingehe... Also wann ist durchgehen... Der Punkt erreicht, dass ich zum Beispiel nicht mehr schießen kann. Durchbohrender Schlag. Also ich gehe jetzt mal hier hin. Let's move. Und dann kann ich noch schießen. Super. Also man kann immer gehen. Eine Aktion, eine Bonusaktion. Okay. So. Feuerpfeil. Ja. Machen wir mal. 55%. Normaler Schuss. 65. Hinterhältiger Angriff, Fernkampf. Muss im Vorteil gegenüber das Ziel sein. Geht außer Sicht des Gegners und versteck dich. Getarnte Angreifer sind beim Angriff im Vorteil. Okay. Das mache ich dann vielleicht nächste Runde. Ja, dann schieße ich ihn erstmal normal ab. Der hat gesessen. So.
Habe ich jetzt eine Bonusaktion? Stoßen, schubsen, eintauchen. In die Schatten... Ach nee, ja, Schwert eintauchen, nicht in die Schatten eintauchen. Okay, dann Zug beenden. Aua, 5. Digga, ich bin fast tot. Das ist ein Fernkämpfer. Lahmgelegt. Okay. Entspann dich. So, jetzt puste ich den runter. Nein, ich wollte sie gar nicht. Ich wollte, dass die andere dran ist. Okay, ist nicht schlimm. Heilen. Wir heilen dich. So, das ist nämlich eine Klerikerin. So, was machen wir noch? Resistenz. Macht das hier resistent gegenüber Zaubereffekte? Lenkendes Geschoss. Der nächste Angriffswurf gegen dieses Ziel ist im Vorteil. Wunden verursachen göttliche Führung. Flagler! 10 Damage. Krass. Okay. Ja, ich glaube, dann machen wir einfach nur einen normalen Angriff. Töten den. Jetzt gehen wir hier hin. Zaubereipunkte erzeugen. Verwende Zauberplatz, um Zaubereipunkte zu erhalten. Aber ich habe doch 2 Zaubereipunkte. Und die erzeugen dann Zauberplatz. Hä? Also ich kann irgendwie nicht zaubern. Ich habe ja viele Zauber. Ach, das sind Aktionen, keine Bonusaktionen. Verstehe. Gut. Warte. T. Einmal pro Zug. Ja, weil ich einen normalen Angriff gemacht habe. Right. Okay. Ja, sollten wir dann irgendwie in Deckung gehen und nicht genau vor ihrer Nase? Vielleicht, oder? Aber jetzt stehen wir mit dem Rücken zu ihr. Hm. So. Was mit dir? 65%. Irgendwie nicht so gut, oder? Immer noch 65%, wenn wir näher sind. Hm. Machen wir Feuerpfeil. Aber es ist ein Tiefling. Die sind bestimmt feuerresistent, oder? Resistent. Abfahrt. So, 5 Schaden. Okay, wird schon passen. Okay. Wenn die genau nebeneinander dran sind, kann man hin und her switchen. So, ich könnte jetzt Gift sprühen. Und da wird gezeigt, wo ich stehen muss. Und es würde aber klappen. Ich könnte natürlich auch zum Beispiel... ich überlege. Eismesser ist krass. Komm, das machen wir. Rettungswurf gelungen. Schade. Juti, und dann verschanzen wir uns. Wa? Ja. Weil da trifft ihr mich nicht. So. Und du? Was machst du? Auch ein Feuerpfeil? Wie viel Leben hat die noch? 6. Ja, wenn der trifft, ist die down, oder? Probieren wir. 50%. Das ist nicht viel. Ein Schaden nur. Willst du mich verarschen? Hm. Ach, wegen der Eisfläche vielleicht? Warte mal. Kampfprotokoll. Eisfläche hat sich im Wasser verwandelt. Und jetzt Strom drauf. Na gut. Ja, dann schieße ich die jetzt einfach ganz normal ab. Und dann war es das. Oder? Ja. Hallo, Falco. So. Super. Jetzt haben wir sie befreit. Das lief nicht nach Plan, bin ich ehrlich. Wir hatten eigentlich so ein tolles Gespräch. Ich habe die gerade überzeugt. Mann, ey. Achso, jetzt looten wir die erstmal. Kurzbogen, Kurzschwert, Lederrüstung, Stück Sonnenmelone. Legge. So, die kann man runterschießen, oder was? Da unten looten wir auch nochmal. Auch eine Lederrüstung. Ja, Lederrüstung ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ich will nicht reden, ich will nicht reden. Nein, ich will nicht reden, bitte.
Können wir Lederrüstung anziehen? Hat eine Rüstung im Umgang mit leichter Rüstung ungeübt. Okay. Das ist nicht so geil. Die hat eine bessere Catnamed. Und das genauso gut. Okay. Wie holen wir die jetzt runter? Mit Pfeil und Bogen, oder? Schuss. Geht das? Ne, irgendwie hover ich dahinter. Tja, wie holen wir die runter? Slow to respond. Unsurprising. Enough gawking. Get me down. Okay, aber wie? Ich hätte jetzt gedacht, das Seil mit dem Pfeil vielleicht durchschießen. Ja, ist ja gut. Guck mal, da liegt zum Beispiel noch ein Kurzbogen. Wie holen wir die runter? Ist hier irgendwo... Ach, warte mal, was ist denn hier oben? Kann ich da irgendwie hochgehen? Hier hinten? Guck mal. Oh, guck mal. Oh! Ich muss da hoch. Oder? Ja, da hängt die. Kann ich da hoch? Nee. Aber, oh Mann, ich kann nicht so weit rauszoomen, dass ich sehe, woran das hängt. Scheiße. Ja, an der Kamera müssen die vielleicht nochmal arbeiten, oder? Ich check das. Also, ihr könnt das schwer nachvollziehen, aber hier sind die ganze Zeit unsichtbare Barrieren. Hier kam ich gerade... Hier hochfliegen. Flieg hier hoch. Ich war doch eben da. Da konnte ich mir schön angucken. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Oh, warte. Ah, so sehen wir es in der Ecke. Nee. Ja. Okay. Hey, häng ein Seil halt dran. Das wusste ich schon. Aber ich komme hier anscheinend nicht hoch, oder? Oh doch, jetzt geht die. Nee, never mind. Ja, wir müssen das runterballern. Die Frage ist, wie? Ich kann ja keinen Zauber mehr wirken, aber ich kann einen Zauberpunkt erschaffen. Enough dawdling, get me down. Zum Bestätigen klicken. Ja, mache ich. Mache ich. Geht nicht. Wie hole ich die jetzt runter? Hat der eine Idee? Nee. Vielleicht muss ich lagern. Ja, sorry, das muss doch möglich sein mit dem scheiß Pfeil hier. Oder? Hier unten den Boden aufballern? So? Der Boden war gerade anwählbar. Oh ja. Super. Einfach abballern. Die ist immer sehr sauer. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Die beiden mögen sich nicht. Was ist eine Krippe? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gate tadpole, we must report to Augusto for purification. Aha. Ja, klingt super. Gut. You have made an ally from Kresh Kalir. Schattenherz ist nicht einverstanden. Call me Lazel. I trust your judgment, but I won't trust her. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. Okay. Super. Gruppenmodus. Kommen mal alle her, Leute. Können wir jetzt mal lagern? Geht das? Wie lagere ich?
Verstecken, Gruppenmodus, Inventar und Ausrüstung. Ich krieg auch die ganze Zeit, eigentlich wollte ich ja hier rein. Jetzt sind wir auch einer mehr, ist doch super. Aber vielleicht heilen wir uns wirklich erst. Ich glaube, ich lese mir jetzt mal durch. Hier ist eine Quest. Versteckter Vorrat. Ah, das habe ich durch einen Stein bekommen, den ich am Anfang erwähnt habe. Finde einen Weg in die Ruinen. Und hier oben? Soru. Okay, der ist weit weg. Okay. Gut. Wir haben Quests. Finde ein Heilmittel. Ja. Aber ich glaube, ich habe alle Zeit der Welt. Die machen Lärm. Unfassbar. So, hier sind meine Begleiter. Die habe ich abgeschlossen. Erkunde die Ruinen. Wir haben einige Banditen in der Nähe von Ruinen getroffen. Ach, das waren Banditen. Sie versuchen vergebens in eine Gruft einzudringen. Was immer sie auch suchen, ist wahrscheinlich immer noch da drin. Super. Hier sieht man übrigens, wie die so drauf sind. Die Leute, Dialoge, Tutorials. Ah, auch interessant. Okay. Dann, warte mal. Haben wir hier eine Rastenoption? Rundenbasierter Modus aktivieren. Lager- und Rastmenü. Geil, ist genau unter mir. So, dann kommen wir alle hierher und versuchen hier zu lagern. Kurze Rast. Du kannst zweimal täglich 50% deiner Trefferpunkte wiederherstellen. Hexmeister stellen ihre Zauberplätze wieder her. Lange Rast. Begib dich ins Lager und beende den Tag. Okay, machen wir. Man hat nämlich dieses Lager, genau. Aha, allgemeines Tutorial. Brauche ich ja gar nicht erklären. In deinem Lager kannst du eine lange Rast einlegen und deine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmitglieder verwalten, die Beziehung mit deinen Gefährten weiterentwickeln, später deinen Charakter ändern und weitere Anhänger rekrutieren. Okay. Das ist so der Hub. Hier ist Schattenherz. Da ist unsere fette Reisetruhe, da können wir alles reintun. Da ist Astarion. Jeder Charakter hat hier so seine eigene Bude. Da ist eine Holzkiste. Mhm. Nehme ich. So. Steinbrett. Gefallener Baum. Da können wir drauf sitzen. Ist ja super. Und da wahrscheinlich auch. Und hier ist ein Tisch. Hier ist ein Lagerkasten. Nehmen wir alles. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal zur Reisetruhe. Da kann man nämlich jederzeit wo seinen ganzen Stuff reinpacken. Man kann auch, während man nicht im Lager ist und in der Welt unterwegs ist, aus seinem Inventar die Sachen hier instant reinschicken. Was ist das? Habe ich irgendeine Special-Version? Dass hier irgendwie Stuff drin ist? Immer grün Unterwäsche. Passende Musik auf jeden Fall. Gut, da ballern wir jetzt alles rein. Achso, dafür brauchen wir die nicht anwählen, oder was? Gibt es nicht irgendwie so ein Menü, wo ich die Sachen so reinschieben kann? Huch. Jetzt habe ich alles genommen mit Leertaste, auch interessant. Inventar und Ausrüstung. Okay, also das geht, Drag and Drop. Aber man kann auch Rechtsklick an Lager senden. Gibt es dafür einen Hotkey? Wahrscheinlich. So, Steuerung, Klick. Hm. Na gut. Aber das machen wir. Weil das kann man alles irgendwann verhökern. Das Ding ist nämlich, wenn man einen Händler zum Beispiel trifft, dann man kann immer in sein Lager schnell reisen. Dann kommt man in sein Lager, nimmt alles aus der Reisetruhe und den Kram baller ich wieder rein. Was ist das? Nimmt alles raus, was man verkaufen will. Fast Travel zurück zum Händler und verkauft alles. Das ist so die Mechanik. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Gut, Lederrüstung. Check, lese ich mir mal in Ruhe durch. Aber erstmal will ich auf jeden Fall ausmisten, damit wir hier nicht so viel Gewicht bei uns tragen. Weil ich will ja auch weiterhin Sachen aufsammeln. Sogar eine Armbrust. Und eine schlichte Robe.
Fackel brauchen wir bestimmt. Ich glaube, den Rest behalten wir. Kann man irgendwie sortieren? Ah, Inventarsteuerung. Steuerung, linke Maustaste, Mehrfachauswahl. Bereich auswählen. Aha. Shift und Drop. Stapel teilen. Aha. Ist ja auch speziell. Okay. Ein Seil haben wir auch dabei. Cool. Okay. Ich glaube, wir sind good to go. So, wie raste ich jetzt? Also, was muss ich jetzt tun, damit das quasi durch ist? Hier, war zu Bett gehen. Okay. Vorher hat die was zu sagen. Können wir uns mal angucken. Aber eigentlich will ich jetzt auch schnell in die Ruine. Ein bisschen Party hart machen. Ein Monster forms inside us. And you think to be idle. I knew your kind to be fragile. But I didn't foresee the severity. Be quick about your rest. We must locate a crash. Wir werden uns wohl kaum beim Ausruhen verwandeln, oder? You would doubt me. I do not trust a common healer to extract a gate tadpole without killing its host. At a crash, a gustil may cleanse us safely. Was ist ein Gustil? Take your rest. Die ist so aggro. I will stand watch. Should a single tentacle split your skull, I will not hesitate to end you. Die ist so aggro. Ja, so gucke ich auch. Okay. Dann gehen wir zu Bett. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf. Wer denn? Schattenscheiße hier? Abfahrt. Wer nennt sich Schattenherz? Ist ja übel kinky. Worüber wir gesprochen haben? Was ist los mit denen? You and that Gith Yankee. Ah, Junge, ey. Das kotzt mich jetzt schon an, dass die sich nicht mögen. Irgendwer fliegt hier hochverkannt raus. I see. I'd be careful with Lazel. Okay. So am I. If we're to survive, we need to trust each other. Ja, warum machst du es denn nicht? Reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. We did just talk about it. Ich gehe jetzt pennen, ja? Wir sind nämlich alle fast tot und können nicht mehr zaubern. Lange Rast. Beende den Tag und stelle Trefferpunkte sowie Zauberpunkte wieder her. Für eine lange Rast benötigst du genügend Lagervorräte. Vollständig erholen. Verwende die erforderliche Menge an Lagervorräten, um eine vollständige Rast einzulegen, bei der alle Trefferpunkte... Ich hasse mein Leben. Was ist so schwer daran, essentielle... Und es sind ja wirklich jetzt essentielle Hinweise... erst dann auszublenden, wenn man die wegklickt. Why? Okay, ich denke mal, es ist so, wir haben hier verschiedene Nahrung und die müssen wir jetzt anwenden. Auto auswählen. Genau, lange Rast. So, und die verbrauchen wir jetzt. Und was passiert jetzt? Wer schläft denn so? Hä, die schlafen ja einfach wie Zombies. Okay, super. Wir sind nicht verwandelt. Und jetzt? Lager verlassen. Klasse, ab in die Ruine. Wollen wir hier rein? Ja, ich glaube, wir gehen da rein. Pass mal auf, du hast doch einen Bogen. Ich klicke den mal an und dann rede ich aus Versehen mit denen. Aber interessant, dass er... Oh, warte mal, hier, guck... Okay, bestimmte Seile kann man anwählen. Okay. Digga, wir haben gerade gerastet.
Sie stand doch... Has a dangerous look in her eyes. Ja, jetzt laber ich die ganze Zeit aus Versehen mit denen. Okay, das lief gar nicht gut. Ja, heil ich die jetzt, hilft ja nichts. Oh Mann. Stufenaufstieg? Ich glaube, es war schon, weil ich die befreit habe. Wir sind, glaube ich, immer auf einer Stufe, oder? Okay, deutlich mehr Leben, cool. Aktion Tatendrang. Er hatte sofort eine zusätzliche Aktion, die du in diesem Zug einsetzen kannst. Alter. Und das hier wird automatisch, die Attribute, werden die automatisch hochgeskillt? Hm. Na gut, annehmen. Stand da, glaube ich, vorher. So. Dann würde ich sagen, was ist denn da jetzt? Oh. Hat geklappt. Okay. Wer sind die? Einfaches Gift verwendet. Hm. Okay. Im Eingang steht jemand mit einer Keule. Ach du Scheiße. Okay. Der hat aber keine Rüstung, wie es aussieht. Dann haben wir hier... Mensch. Aber Klasse steht da nicht, ne? Bogenschütze. Okay, 2 Nahkämpfer, 3 Fernkämpfer. Kann das sein? Okay. Ich würde sagen, in den Eingang... Ne, shit, jetzt... Achso. Sie ist erst da dran. Okay, die beiden sind als erstes dran. Gut. Also die mit dem Schild muss vor. Hilft ja nichts. Und die Gegner sind in Überzahl. Das heißt, wir wollen hier einen Engpass nutzen. Gut. Person bezaubern. Bezaubere einen Humanoiden, damit er dich nicht angreift. Prozent, das ist ja nichts. Segen der List. Also wir haben hier ein paar Optionen. Schild des Glaubens. Schütze eine Kreatur vor Angriffen. Dann machen wir auf dich selber. So. Klasse, oder? Oh, warte mal. Kann ich irgendwas bei der Tür machen? Kann ich die schließen? Ja, oder? Perfekt. So. Klasse. Dann warten wir erstmal. So, er versteckt sich, weil der hat ja diese Fähigkeit, ein hinterhältiger Angriff. Dass er aus Distanz, Nahkampf aber auch hinterhältiger Angriff. Und durchbohrender Schlag. Das hat aber nichts mit. Ja, aber er muss halt versteckt sein. Das heißt, wir verstecken uns da? Time to move. Funktioniert das so? Hat das jetzt geklappt? Du bist bei einem Angriff auf einen Gegner im Vorteil, was dir die Gelegenheit gibt, einen hinterhältigen Angriff auszuüben und mehr Schaden. Ja, aber wie? Ja, ich glaube, das passt jetzt, oder? Learning by doing. So, die spurten jetzt rein. Sind die Jack? Mit dem Bogen spurtet er rein, kriegt einen Gelegenheitsangriff, weil er im Nahkampf hier vorbeirennt. Verstecken erfolgreich. Geil, der hat den jetzt nicht gesehen. Aha. Und nochmal. Verborgene Präsenz spüren. Jetzt zaubert der. Aber bin ich jetzt immer noch versteckt? Oh mein Gott. Der springt durch? Okay, so. Der ist fast tot. Aber der ist auch erstmal nicht dran. Das heißt, ich würde jetzt erstmal gucken... Digga, Schattenherz hat so aufs Maul bekommen. Krass. Ich glaube... Ich mache da eine Säurefläche hin, oder? Also ich kann so eine Magiekugel werfen und immer, bevor ich die werfe, quasi das Element, sag ich mal, auswählen. Und ich dachte mir so, in den Eingang Säure... Oh, guck mal, jetzt aber Schattenfälle im Weg. Das ist nicht geil. Egal, Abfahrt. Wilde Magie wird aktiviert. Was passiert? Tatendrang auf sich selbst angewendet. Jetzt kann ich nochmal was machen. Krass.
Also, der ist jetzt mit Säure bedeckt. Was macht das? Verringert die Rüstungsklasse um 2. Oh, okay. Ich dachte, er kriegt so durchgehend Schaden, aber es wäre wahrscheinlich eher Gift gewesen, ne? Ja, dann kriegst du jetzt Eissplitter, aber das Ding ist Schattenfell, wird halt getroffen, oder nicht? Abfahrt. Tamina hat Eismesser auf Schattenherz gewirkt. Nein, habe ich nicht. Tamina braucht 16 für einen Treffer. Ergebnis 7. Gezeiten des Chaos. Du bist beim nächsten Angriffswurf, Attributswurf oder Rettungswurf im Vorteil. Ja, okay. Jetzt ist sie tot. Okay. Ja, ich lerne ja noch. Zug beenden. Oder? Oder wir machen hier mal den Eingang irgendwie zu. So. Da ist jetzt auf jeden Fall eine Eisfläche. Oh mein Gott. Die ballert durch alle durch? So. Ich muss sie jetzt erstmal retten. Kann ich den dann noch töten? Nein, scheiße. Wir machen Tatendrang auf uns selber. Und dann töten wir ihn. Fehlgeschlagen. Ich kack mich voll. Knaufschlag. Benommen. Cool. Nee, runter vom Eis. Gelegenheitsangriff. Wenn du die... Schön, dass ich mir es durchlesen darf. Wenn du die Nahkampfsreichweite eines Gegners verlässt, kann er dich als Reaktion angreifen. Ja, okay. Dadurch ist sie jetzt auch tot. Nicht genügend Ressourcen. Also ich gehe ja so drauf. Ich glaube, das müssen wir irgendwie nochmal probieren. Der hat doch die Säure nicht mehr drauf. Das ist ja alles scheiße. Wir müssen, glaube ich, uns selber heilen. Weil wir haben ein Leben. Und dann kann ich aber nicht mehr angreifen. So, jetzt wäre ich im Vorteil. Ja, dann machen wir das. Gegnerische Sichtlinie. Bleib aus der Sichtlinie vom Feind, wenn du schleichst, um getarnt zu bleiben. Und mit Umschalt sehe ich die Sichtlinien. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, ist die jetzt gone. Der ist benommen. Oh mein Gott. Kampfrausch. Fehlschlag. Digga, was darf der alles machen? Okay. Warum wird er jetzt so gering getroffen? Wegen seinem Kampfrausch? Bewirkt im Nahkampf... Bewirkt mit Nahkampfwaffen, improvisierten Waffen und geworfenen Objekten zusätzlich 2 Schaden. Außerdem geben physischen Schaden Resistenz bei Stärkewürfen und Stärke... Rettungswürfen im Vorteil. Kann keine Zauber wirken oder sich darauf konzentrieren. Ja, aber warum treffe ich den jetzt kaum? 45%? Digga, du stehst genau vor ihm. Das macht AOE. Das nicht gut. Also ich weiß nicht, ich weiß halt noch nicht, wie sich jetzt das alles errechnet. Also zum Beispiel die 45%, woraus ergeben die sich jetzt? Ja, RIP. Ne? Ja, das müssen wir nochmal machen. Die springt da rein, das geht. Okay, die kann... Okay, das klappt ja jetzt wunderbar alles. Da ist noch wer. Ist ja crazy. Abstechen. Kritischer Fehlschlag. Gut. Ich glaube, wir laden neu, ne? Gibt es, ja, perfekt. Spielstand laden. Also, die wirken sehr stark. Ich weiß gar nicht, ob ich die schaffe. Vielleicht war das jetzt giga dumm, da runter zu gehen. Vor allem, weil ich davor noch die Agro-Dame weggeballert habe mit dem riesen Steinklotz. Okay. Also, wir greifen direkt an.
Scheiße. Knaufschlag. Benommen. Was macht Benommen? Ist ja nicht gestunt. Ist bei Weisheitsrettungswürfen im Nachteil. Kann keine Reaktion ausführen. Also auch keine Gelegenheitsangriffe. Und verliert den Geschicklichkeitsbonus auf die Rüstungsklasse. Okay, das heißt, er ist einfach anfälliger. Ja, dann machen wir jetzt Tatendrang. Oder dann machen wir nicht. Das heben wir uns lieber auf für schlechte Zeiten. Ja. So, ist hier denn irgendwas Nützliches? Man kann ja mit allem interagieren. Ich glaube nicht. Wir können den Eingang zumachen, aber dann ballern die uns ab. Wir können da hingehen. Wunden verursachen. 3 bis 30 Schaden. 30 Schaden wäre schon krass. Warte mal. Kann ich den jetzt nicht bezaubern? Weil das ist doch ein Weisheitsding, oder? Guck mal, 60%. Aber bringt uns, glaube ich, nicht so viel. Lieber töten, oder? 2 bis 7 Schaden. Also. Das ist ja eine normale Aktion. Ach so, und die erfordert keinen Zauberplatz. Zauberplatz ist quasi... Ich habe davon 2 Stück, das heißt, ich kann nur 2 pro Rast machen. Right? Dann würde ich sagen, machen wir Heilige Flamme. Wunden heilen. Ja, oder wir hauen nochmal zu. Okay, das hat leider nicht geklappt. Gut. Dann schauen wir weiter. Warte mal, ist da eine explosive... Da ist ein Ölfass. Da liegt ein Ölfass. Da liegt ein Ölfass. Da liegt ein Ölfass. Da liegt ein Ölfass. Feuerpfeil. Delicious. Die sind fast alle tot. What the fuck? Okay, immer genau umschauen. Das ist ja der Hammer. Ja, jetzt können wir durchchargen. Der Typ ist hier hinter uns geballert, sehe ich jetzt erst. Alter, was macht der? Fußfeger? Schön Fußfeger? Geil, jetzt ist er hingefallen. Und benommen und ich kann ihn looten. Kann ich den fesseln? Kann ich den verhaften? Ich nehme auf jeden Fall erstmal alles ab. Lol. Hä? Der ist jetzt einfach... Da ist jemand verbrannt. Ja, hier ist jetzt Feuer. Was passiert denn jetzt mit der Person am Boden? Können wir da unser Schwert reinstecken oder so? Ja, ich könnte die töten. Aber... Kann ich die irgendwie fesseln oder so? Nee, ne? Okay, wie machen wir den letzten weg? Wobei, vorhin war doch hier auch noch irgendeine Person, oder? Ich glaube, wir heilen uns erstmal. Weil die ist auch vergiftet. Heilt die ihr Gift dann auch? Ich glaube, wir ziehen uns erstmal zurück. Und lassen die Person kommen. Oder? Ja, aber ich muss auch die Flammen löschen. Hier ist ein Bett. Nee. Gut, Zug beenden. Nice, schön ins Feuer. Warte mal. Die steht im Feuer. Die steht doch im Feuer. Kriegt die keinen Schaden im Feuer? Ist sie irgendwie feuerresistent? Was ist das denn? Er wird zurückgeschossen. Tot. Super. 15 EP nur. Aber die Person am Boden ist ja nicht tot. Die ist nur benommen. Something the matter. Ja, du bist vergiftet. Was machen wir jetzt, wenn du vergiftet bist? Wahrscheinlich jetzt abgelaufen, ne? Okay.
Geil, die Bude gehört uns. Jetzt wird erstmal gelootet. Schuhe und ein Hut. Klasse. Da ist eine Schale. Nehmen wir mit. Ah, guck mal, kann man anmachen. Bücherhaufen. Tod und Göttlichkeit. Okay. Nehmen wir alles mit. Was machen wir jetzt mit der Person da am Boden? Plündern? Untersuchen? Nee. Hm. Können die nicht irgendwie verschleppen? Und verkaufen? Oder so? Hier ist noch ein Bücherstapel. Nehmen wir. Da ist ein Spiegel. Not bad. I've had better days. And worse ones. Okay. Ja, dann bringen wir die jetzt um. Hilft ja nichts. Gut. So, jetzt muss ich hier erstmal das Feuer wegmachen. Ich würde sagen, dafür machen wir einen Eiszauber. Das ist halt schon geil, ne? Okay, jetzt wird gelootet. Dunkelheit. Benutze eine Lichtquelle wie eine Fackel oder einen Lichtzauber, um dunkeln zu... Um im Dunkeln zu sehen, Kreaturen mit Dunkelsicht benötigen keine Lichtquelle. Okay. So, jetzt wird erstmal heftig gelootet. Schlichtes Gift, Fackel. Alchemistenfeuer. Okay, das ist quasi ein Molotow-Cocktail. Kampfstab. Schlichte Robe. Reise durch den Dschungel. Schriftrolle brennende Hände. Hier ist eine Tür, die ist zu. Okay. Dann zaubern wir mal Lichter. Ach so, das, ich dachte, es folgt mir irgendwie. Na gut. Verschlossen. Was haben wir hier? Die können halt auch Fallen und so sein. Ich bin... Da ist eine Vase. Ist nichts drin. Buch des letzten Atems. Okay. Guckt euch das an. Es bewegt... Hm? Ihr steht mir im Licht. Laborexplosion. Überfallen in der Gasse. Aha. Die letzten Worte vom Personen standen da drin. Das ist ja super. Okay. Also wir könnten vielleicht Türen aufschlagen, aufstemmen, irgendwas. Ah, hier ist noch eine Fackel. Diebeswerkzeug. Und die Person haben wir noch nicht gelootet. Also langsam habe ich mich an die Kamera gewöhnt. Lederstiefel, Lederhandschuhe. Aber die geben keine Rüstung, ne? Na gut. Uns geht es leider nicht so gut. Gibt es irgendwie noch eine andere Option, sich zu heilen? Ja, wir haben Heiltränke. Klar. Dann hau dir mal einen rein. Geil. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Daran erinnere ich mich. Haben wir noch Zeit? Let me check. Leider nicht. Also, Leute. Ich würde sagen, das war so ein kleiner Ersteindruck von euch. Für Baldur's Gate. Für euch von Baldur's Gate, so rum. Und, ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck gewinnen. Ich bin selber noch am Herausfinden und Experimentieren, kommt ihr mit. Und auch erkunden. Und auch noch am Verstehen, was das Spiel von mir will. Ja. Weil es gibt so für mich noch ein paar Verständnisfragen. Ein paar habe ich jetzt im Zuge der letzten Stunde geäußert. Aber ja, also es bleibt für mich noch offen, wie geil ich jetzt dieses Spiel finde. Aber es macht einen sehr, sehr potenten Eindruck. Und ich, also wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber mein Umkreis und meine Bubble, die feiern das so brutal ab. Und die haben da auch schon gut reingesuchtet. Ich bin gespannt. Also es macht einen sehr guten Eindruck. Aber wie gesagt, ich muss noch ein paar Dinge herausfinden, ehe ich mich so richtig reinknien kann.
Ja, das war's mit einem weiteren Video hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schaut bei Kanalmitgliedschaft vorbei. Und vor allem habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.